Also mehr abgefeiert als die Endless Bane wird ja die Pleasure to Kill. Ja, daraus ist ja sehr viel entstanden und ich habe in den mehr als 30 Jahren, wo wir das jetzt machen, haben so viele Leute vor mir gestanden und haben gestanden, dass dieses Werk eigentlich dafür verantwortlich ist, dass sie überhaupt Musik machen. Viele Schweden und schon fühlt sich gut an. Also hätte man auch niemals gedacht. Man geht ja nicht ins, ne, die zweite Platte, ach, wir fahren wieder nach Berlin, oh, der kälteste Winter übrigens, den ich je erlebt habe. Februar 86 in Berlin. Ich habe gedacht, ich sterbe da. Und da denkt man nicht dran, jetzt nimmt man ein beeinflussendes Album auf. Nee. Das wäre, wenn mir das einer gesagt hätte vorher so, hätte ich gesagt, ja, ja.